Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf meinem Kanal. Ich weiß gar nicht, warum ich mich in die Richtung... Ja, stimmt eigentlich. Leute, selbst meine Mutter hat letztens gefragt, wie es jetzt hier endlich mal mit den 400k bei mir aussieht. Und ich so... Meine Zahlen steigen, na. Zu viele Neider, reden, bla. Wird doch nie meine Mutti enttäuschen, oder? Das wollt ihr doch nicht. Nee. Also, und dann wird die Deutschrap-Szene weggeblasen. Guck, wie ich aggressiv bin. Guck, wie ich jetzt platze, leicht asozial. Trete dich auf das Gaspedal. Ach, verdammt, ich habe keine Chance. Bin trotzdem stolz auf dich, hahaha. Also, Bushido. Fresse halten oder ich veröffentliche meinen Track. Dann macht euch gefasst. Ich bin der Jackpot. Leute, wir steigen mit rasanten Schritten auf den... Ich danke euch für euren krassen Support. Ich sehe den natürlich als selbstverständlich an und finde, da geht noch deutlich mehr. Mal im Ernst, vielen Dank. Was würde ich jetzt sagen? Keine Ahnung, aber wir spielen ein gutes altes Horror-Game. Boah, da hab ich's im Kreuze. Und zwar The Ghost Train. Das ist japanisch und heißt so viel wie like denjenigen, der ein Video drüber macht. Und ja, das Game ist von Chillers Art, von den Entwicklern von The Convenience Store, was wir alle kennen und lieben. Also, Ken, korrekt. Es wird wahrscheinlich wieder der absolute Obercringe. Let's go. Kensuke Tanaka, 42 Jahre alt, männlich, von Beruf Japaner. Denkt sich um 7.24 Uhr so, lass jetzt mal schnell nach Hause fahren, um Seth in den Kommentaren nach FNAF zu fragen. Herzlich willkommen zum Prequel von The Ghost Train, ja? The Ghost Train Station. Oh, was bin... Guck mal, was bin ich doch für eine gesetzlose Ratte? Ein richtiger Gangster. Du, in Japan stimmt das sogar. Es ist etwas Zeit, bevor ich einsteigen kann. Ja, es ist auch noch kein Zug da. Das wäre so die zweite Grundvoraussetzung. Aber okay, machen wir mal einen Haken dran. Ich könnte eine kleine Raucherpause einlegen. Oder ich könnte einen Apfel essen. Der gesünder. Mann, mein Hals ist trocken. Ich sollte mir etwas besorgen. Außerdem tut mir um diese Uhrzeit immer mein Magen weh. Also, ich weiß nicht, wenn um 7.24 Uhr nicht unbedingt Wurst drückt, dann... kommen wir damit klar, oder? Ich möchte es nicht anhalten, während ich fahre. Der redet tatsächlich darüber. Geschichten aus dem Würstchengarten. Welch blumige Formulierung. Meine Güte, der Typ hat immerhin Manieren. Okay, dann machen wir das so, würde ich sagen. Aber männlich sind wir, wurde gesagt. Ah, ist auch für ganz kleine Leute hier geeignet. Ach, hier soll ich rein, ja? Benutzt die Toilette? Nee. Okay, Mann, ist ja lustig. Ich will ja nicht, dass es drückt und zieht und kneift, während du da über die Schienen gleitest, nicht wahr? Ja? Ja, Spiel? Muss ich das jetzt unbedingt erlebt haben? Was für ein Abenteuer. Okay, gut, War auf jeden Fall ein erquickendes Erlebnis. Oh, guck mal, hier ist besetzt. Hallo, haben Sie zufälligerweise einen trockenen Hals? Was zu trinken? Ja, verstehe. Kaufen Getränk? Jawohl, ja. Warum musst du das laden? Was? Oh, da wird richtig einer weggezuppelt, Alter. Der Schlurfer von Gleis 5 wird auch in Fachkreisen genannt. Jetzt gehe ich raus, oder? Ah, in das Raucherabteil. Gemütlich. Der lässt sich echt Zeit beim Türen durchschreiten. Der hat die Ruhe weg. Ich meine, gut, noch ist kein Zug da, ne? Für mich wie ein Hähnchen in einer Legebatterie. Nur, dass diese Legebatterie hier von Hilton designt wurde. Alles klar. Oh, und die Klamotten, die duften danach dann immer köstlich. Rauchen ist einfach so eine geile Erfindung, Leute. Mach doch das öfters, Kappa. Raus? Ja. Wenn dann endlich der Zug kommt... Ich muss dieses Vorgeplänkel nicht unbedingt haben. Das baut jetzt nicht gerade die Atmosphäre auf, aber ich will mich mal an dieser Stelle noch nicht beklagen. Vielleicht wird dieses Spiel auch awesome. The Convenience Store hat mir sehr gefallen. Oh, kann ich da schon was hören? Ja, der Zug kommt. Oh, nice. Das finde ich ja cool. Was ist das denn? Guck mal, da kommt mein Toaster angefahren. Damit soll ich unterwegs sein? Aus wie ein Panzerwagen, ey. Reisen wir in den Krieg, oder? Haben die China überfallen? Was ist los? Okay, ich steig mal ein. Mal gucken, wo es mich hin verschlägt. Ah. Und nun kommen wir zum interessanteren Teil dieses Spiels. Okay. Jetzt. Muss ich nur noch meinen Lieblingsplatz finden.
in der Ecke des zweiten Wagens. Willst du mich komplett abrollen? Das ist leer, das Abteil. Ist das jeder Sitz gleich? Oder hast du den schon schön eingesetzt? Der hat genau die Form meines Hinterteils. Meines leeren Hinterteils. Ich muss jetzt nicht mehr anhalten, weil wir ja uns entledigt haben, nicht wahr? Oh, guten Tag, Sie. Überhaupt nicht gruselig dreinblickende Frau. Wie geht es Ihnen? Wie immer gut gelaunt, schätze ich mal, ne? Sie ist die OL, die immer mit dem letzten Zug fährt. Ich weiß nicht, was OL ist. Ich sollte sie alleine lassen. die beißt mir die kleinen Finger ab, Alter. Und die Ohrläppchen danach. Ich bin müde. Und ich glaube, sie ist es auch. Ja, müde, nicht wahr? Das ist, was hier abgeht. Fahren wir eigentlich schon, oder? Ich weiß gar nicht. Ey, wieso? Au, ach so. Stimmt, das ist der zweite Waggon. Sah alles gleich aus. Tut mir leid. Na dann. Was soll das denn? Nimm das weg. Diese richtige Schnellmerkerin. Bin ich gerade an meiner Haltestelle vorbeigefahren? Was, bist du jetzt echt bloß 5 Sekunden unterwegs gewesen? Ey, die hat ja aus dieser Bahnhofswarteaktion einen richtigen Survival-Trip gemacht. Da hätte sie hinlaufen können zu sich nach Hause. Was soll das denn? War das so meine Vorstellung? Vielleicht muss ich mit jemandem sprechen, um es zu bestätigen. Ja, Ma'am, das war bestimmt ihre Station, wo wir da gerade vorbeigefahren sind. What? Okay, ich muss einen Schaffner finden oder sowas, vermutlich. Ich meine, das ist gemeint. Geht's jetzt gleich los? Leute, in welchem Abteil ist der Horror? Wir sind noch ganz gespannt. Ey, ich bin nicht wirklich. So, der Aufbau von diesen Games ist immer geil. So diese Locations, das Setting. Oh, guck mal, wer da steht. Oh, da freut sich schon jemand ganz besonders auf mich. Komm her. Oh, der verkauft da Getränke. Verstehe, eine kleine Gurkagol? Guck mal, der ist richtig glücklich. Oh, das sind keine Getränke. Darf ich einen Käfer mit Kohlensäure mit? Der Typ, Alter. Informatiker, kein Zweifel. Entkommen? 3 sind entkommen. Wie? Ich muss mich beeilen. Können Sie bitte zur Seite treten? Entkommen. Nicht guter Laune. Das ist nicht gut. Er hört nicht zu. Was auch immer mit dem los ist. Ich besorge ihm besser, was er möchte. Ich muss ihm jetzt seine 3 Käfer wiederfinden? Was soll das denn? Ich finde immer noch, dass es wirklich wesentlich leichter wäre, ihn einfach beiseite zu rempeln, aber wir haben Manieren. Wir sind in Japan, solche Dinge werden nicht getan. Oh, guck mal, da ist eine. Was mache ich hier eigentlich? Ich sammle fette Fliegen von Fenstern. Yo, was soll das denn heißen? Not in a good mood. Guck den dir mal an. Das sieht aus wie jemand, der die gute Laune erfunden hätte. Der wollte doch nur mal kurz mit seinen Fliegen Gassi gehen. Lass den. Zeig mir deine dicken Brummer. Oh, hier ganz vorne? Das sonnt sich da. Da fliegt so ein Ding immer gegen die Scheibe. Ich sag's ihm besser nicht, sonst muss ich da rausklettern. Da hat er gar kein Problem mit mich, das zu bitten. Ich meine, ich muss ja schließlich da durch, Alter. Aber ich weiß, man könnte vielleicht auch, hilft eine Pokeflöte oder so, man weiß es ja nicht, dem aus dem Weg zu räumen, alles klar. Warum muss das Spiel alles laden, was passiert? Oh, hi. Oh no, sorry, ich habe mich im Abteil geirrt, ich gehe da wohl wieder. Alter, der hat sich mit der Frau zusammengetan, Alter. Sie kümmert sich um die Finger und die Ohrläppchen und er ritzt mir ein kleines Set in die Stirn. Brauchen Sie irgendwas? Ja, ich möchte, dass der Zug an der nächsten Station bitte anhält. Sie haben vergessen, den Stopp-Button an der vorherigen zu drücken. Oh, wirklich? Ich muss irgendwie benommen sein. Entschuldigen Sie für dieses Versehen. Ja, whatever. Ich bin nur froh, dass es nichts Ernstes war. Was? Ich bin froh, dass ich beim Verpassen der Station nicht gestorben bin. Hä? Okay, ich freue mich überhaupt nicht auf die morgige Arbeit. Oh, das kenne ich. Was mache ich bloß in meinem Leben? Zikaden sammeln, offensichtlich. Oh, 7:25 Uhr. Jetzt wird's aber langsam brenzlig, Alter. Es muss ein FNAF-Kommentar abgegeben werden. Ach, so ist das Game aufgebaut. Ja, jetzt verstehe ich das. Von Nacht zu Nacht und immer wird's weirder und schlimmer. Was ist da hinten mit den Säulen los, Alter? Die
haben ihren Auftritt verpasst, würde ich sagen. So. Selbe Prozedur wie immer. Erstmal so einen kleinen Maulwurf ins Klo drücken und da. Oh, scheinbar schon! Ich muss den Lerneffekt mitnehmen. Aha! Ich frage mich, was passiert, wenn ich das nicht tue. Hoppel ich dann einfach so mir den Schritt halten durch den Zug, oder? Ungesunde Softdrinks und Nikotin nutze ich, um meinem Leben zu entfliehen. Oh oh. Irgendwas stimmt da mit der Glühbirne nicht. Ah! Man könnte denken, es handelt sich hierbei um ein Horrorgame. Da sind mit Sicherheit immer andere merkwürdige Leute im Zug. Ganz bestimmt, die uns neue Aufgaben und Puzzle stellen. So, na dann, let's go! Ich sagte... Ja, danke schön. Auf zu meinem Lieblingsplatz. Oh, die Frau ist wieder da. Nein, tu's nicht. Sie ist schon wieder hier. Du hast doch gestern gesagt, ja, sie fährt hier immer mit. Ich möchte nicht lügen. Irgendwas in mir fühlt sich beruhigt, dass sie immer da ist. Vielleicht sollte ich mit dir reden. Vielleicht sollte ich es auch lassen und meine Ohrläppchen behalten. Okay, junge Frau. Sie möchten sich ganz bestimmt mit mir unterhalten, nicht wahr? Hey. Normalerweise hätte ich nicht den Mut, mit irgendjemandem zu reden. Aber ich denke mal, ich könnte das Eis zwischen uns brechen. Beziehungsweise ist schon gebrochen. Vielleicht durch den Zwischenfall von letzte Nacht? Was hat die denn damit zu tun? Hey. Hast du es nach Hause geschafft gestern? Ja, leider. Wenn du dich wohl mit mir fühlst, ich bin ganz Ohr. Ich weiß immer nicht, wer spricht hier. Danke, aber es gibt nichts, was wir an diesem Punkt besprechen können. Es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Wovon reden die, Alter? Ich glaube nicht, dass es zu spät ist, mit jemandem über seine Probleme zu reden. Nein, es ist zu spät. Oh, das ist... Ich will jetzt, dass sie mir von ihrem Problem erzählt. Klar, natürlich komme ich auf jeden Fall so jemandem tatsächlich näher, der fremd. Ich setze mich auch immer in eine Straßenbahn und frage den neben mir, ey, wie fühlst du dich eigentlich, dass deine ganze Familie beim Autounfall gestorben ist? Was soll denn das? Es tut mir leid. Es ist ziemlich schwer. Und, ich spreche nicht lieber drüber. Bitte vergib mir. Okay, ich bin mir sicher, du hast viel durchgemacht, aber normalerweise ist um die Uhrzeit in diesem Zug... Was? Das war die beschissenste Konversation ever. I take it. Gut, jetzt setze ich mich hier hin, ja, wieder. Und dann warte ich drauf, dass irgendwas passiert. Ich fahre wahrscheinlich wieder an meiner Station vorbei. Geh durch und der Zugfahrer wird immer gruseliger oder so. Oh Gott. Ich dachte jetzt, die Frau krabbelt hier lang zu mir. Das wäre mega spooky. Aber es ist nur ein Kind. Was geht? What the hell? Was macht das kleine Mädchen hier? Es sollte so spät nicht auf diesem Zug sein. Daddy? Ich bin nicht dein Daddy. Ja, du siehst anders aus. Und jetzt geh lieber zurück zu deinem Dad. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe Zikaden gesucht am Fenster. Und jetzt habe ich zu viel Angst, um zurückzugehen alleine. Mister, können Sie bitte mit mir kommen, um Daddy zu finden? Ja, ja, ich kann ja das Kind jetzt hier nicht alleine lassen. Ich habe keine Wahl. Okay, klar. Ich bin nur zu fein, um zu sagen, dass ich keinen Bock habe auf so einen Bockmist. Kommt das jetzt mit? What? Warte. Hä? Ey, yo, komm! Dude! Ich muss dir was sagen. Was ist es? Ich weiß nicht mehr, wie mein Dad aussieht. Ist das so dumm? Was? Wie ist das möglich? Ich glaube, es ist, weil er aussieht wie ein mittelalter Mann. Deswegen dachte ich, du wärst mein Daddy. Hä? Die haben doch Animationen. Warum laden die dann alles? Hallo, haben sie ein Kind? Oh Gott, hoffentlich nicht. Ja, ich frag den, alles klar. Entschuldigen Sie mich. Hab vielleicht ein Kind, aber keine Nase. Ich kann nicht alle ihre Probleme lösen. Es tut mir leid, sie zu belästigen, aber kennen Sie dieses Mädchen? Dieses was? Dieses Mädchen. Keine Ahnung. Danke fürs Gespräch, Alter. Jo, wenn sie mal ihre Zikaden verloren haben. Ich bin ihr Mann. Er hier? Das ist doch der gleiche Dude. Das ist doch derselbe. Das kann mir doch keiner erzählen. Sorry, dass ich sie störe. Kennen Sie dieses Mädchen? Nein. Warum? Suchen Sie ihre Eltern? Ja, sie sagt, sie ist hier mit ihrem Vater. Es ist selten, dass so ein junges Kind hier alleine rumstrolcht. Was ist falsch mit diesen Leuten? Also auf jeden Fall viel Glück. Danke für Ihre großartige Hilfe. Sie Herzensbrecher. Wetten, das ist jetzt wieder der gleiche?
Was eine Überraschung. Guck mal. Warum haben die alle keine Nasen, Alter? Das ist weird. Hat das eine Nase? Nee. Die Verwandtschaft ist eindeutig. Entschuldigen Sie. Kennen Sie dieses Mädchen? Nein, kenne ich nicht. Ja, das ist der vierte von der Sorte. Entschuldigen Sie, ich weiß, Ihre drei Brüder waren es nicht, aber haben Sie vor ungefähr 6 Jahren dieses Ding da gezeugt? Nein. Und sprechen Sie mich nicht an. Ja, ich frage mich, ob der Vater hier überhaupt ist. Nee. Tja, Problem gelöst, würde ich mal sagen. Was sagte der liebe Zugfahrer dazu? Oh. Der hat die Schnauze voll von mir. Zur Strafe drücke ich jetzt alle Nothaltebremsen. Oh, das ist mein Einstiegswagen. Wo ist sie hin? What? Du Frechdachs! Warte mal, wo ist die Frau hin? Die Frau saß hier gerade noch. Das ist Waggon Nummer 2. Hier ist mein Lieblingsplatz. Es sind alle weg. Oh, jetzt geht's los, oder? Ich habe ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Und weg ist sie. Ich würde jetzt sagen, Problem gelöst, aber ich schätze mal, die fangen gerade erst an. What? Ah! Hä? Alter. Alright, okay, ich habe geträumt. Ah. Das ist meine Station. Was war das alles? Ich bin einfach viel zu gestresst. Mann, das war Nacht 2, yo. 7.26 Uhr. Warum ist das immer eine Minute später, frage ich mich. Um das auseinanderhalten zu können oder so. Okay, liebe Leute, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Das Game ist ein bisschen länger, als ich dachte. Es geht wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Ich bin aufgeregt drauf. Ich finde es ziemlich witzig. Super weird. Aber ich meine, damit haben wir ja gerechnet. Wenn ihr das weitersehen wollt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Dann spiele ich das auf jeden Fall durch. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Gut, Leute.